Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Wieder nur ich und Bagisch am Start. Eine leidende Woche. Aber man muss durch. Wir versuchen euch natürlich immer trotzdem, egal was passiert, Videos zu präsentieren. Aber Bagisch leidet richtig hart. Aber kriegen wir schon hin. Heute haben wir die Deckliste vom Gewinner von unserem TPT6 Online-Turnier. Nochmal Glückwunsch an ihn. Nochmal Shoutout an alle Sponsoren. Er hat Monachen gespielt. Überrascht, dass Monachen gewonnen hat? Nicht überraschend, also wenn viele Monachen spielen wie im jetzigen Meta und wenn einer einen guten Draw hat, dann gewinnt es das Turnier, eindeutig. Also wir haben mehrere Matches mit ihm gesehen, also er hat nie gebrickt. Ja, selbst, also er hat nie tot gezogen, sagen wir so. Er hat mal besser, mal schlechter gezogen, aber konstanter Zug. Das Gute bei ihm war halt, er hat nicht das Standard-Monarch gespielt, er hat zum Beispiel ein paar Tech-Karten gehabt. 3 Maxi Main ist jetzt kein Muss, aber das ist halt wahrscheinlich für Viking Island. Cosmo. Ja. Hat er die dreimal wahrscheinlich, ja. Oder BA. Ja, wenn der Gegner anfängt, dann musst du ein Out dagegen haben. Du brauchst eine Handtrap. Weil sonst hoffst du immer drauf, dass der Gegner nicht auspacken kann. 3 Maxi, keine schlechte Wahl. Was ich noch sehr interessant fand, war dieser Zauber. Dieser Frostbolt, ja. Die kamen ziemlich gut, vor allem gegen die ganzen Klee-Spieler. Gegen jeden anderen Spieler. Wir haben es in den Feature-Matches gesehen. Haben wir sehr gute Entscheidung. Suchbar, oder? Ist eine Monarch-Karte. Ja. Sehr gut. Also ich weiß jetzt den genauen Effekt nicht, aber ich würde sie mir nochmal durchlesen. Und wenn die suchbar ist, ist einmal wirklich sehr gute Wahl. Und natürlich, weil die Monarchen-Zauberkarte ist immer abwerfbar mit Panthesen und sowas. Ziemlich sehr gut. Kann sogar öfter aktivieren, die Gebanischte holen und so weiter, alles mögliche. Genau, mit dem kleinen Vasal. Ja. Sonst irgendwas Bemerkenswertes zu nennen? Foolish, spielt man Foolish überhaupt? Hab ich noch nie gesehen bei Monarchen. Doch, doch. Echt? Okay. Ansonsten 2 Twin Twister Main. Das hat man letzter Zeit öfter gesehen, sogar auf der DM, und Twin Twister ist wirklich... Haben wir zwei nur zu gut miterlebt. Game 1 Starter und Twin Twister. Ansonsten schaut sehr stabil aus. Die kleinen Monarchen zweimal, die großen dreimal. 3 Maxi, 2 Kurats. Die meisten spielen nur einen. Es kommt auf die Variante an. Okay. Ansonsten im Side-Deck. Side-Deck 1 MST, der kam auch immer richtig saftig bei ihm. Genau diese eine. Was interessant ist, vielleicht 2 Decrees. Decree ist halt schon langsam, aber... Ja, doch, doch, ist schon gang und gäbe, würde ich sagen jetzt. Ja, aber ich finde Teil besser, Full House. Warum? Ich glaube, Full House ist echt nur TPT Special. Ja, aber ist doch, schau mal. Decree kann von Space, Twin Twister, alles geschossen werden. Full House kannst du unchain, du kannst so viel Fax machen, dann ist es weg. Vielleicht machen wir noch ein extra Video zu Full House, aber... Das ist das Deck, könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Drückt Stopp. Wir werden jetzt nicht über jede Karte einzeln drüber gehen, also man sieht sie eigentlich ganz gut. Ansonsten nochmal Glückwunsch an den Gewinner. Nochmal danke an alle Sponsoren. Yu-Gi-Oh! Card Market, Ultimate Guard und Custom Playmates. Wir checken noch die anderen Decklisten ab und bis dahin leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos, und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet, das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.